Bei den Schneealgen kann man vielleicht nur dazu sagen, dass sie auch biotechnologisch gut genutzt werden, eben durch diese guten Schutzpigmente gegen die UV-Strahlung. Werden sie zum Teil schon in Cremen eingesetzt, beziehungsweise diese Pigmente in biologischen Cremen als Sonnenschutz, beziehungsweise auch als Anti-Ager. Und somit finden diese Organismen eben einen hohen Anteil in der industriellen Nutzung. Aber diese Systeme sind natürlich nicht immer langlebig. Wenn man sich das auch ansieht, speziell bei den Krökonitlöchern. Wie ist diese Saisonalität jetzt auf die geografische Lage bezogen? Wir haben zum Beispiel in den Alpen einen normalen Tag-Nacht-Zyklus, wo wir in der Saisonalität, speziell im Hochsommer, hauptsächlich autotrophe Produktion haben. In diesen Randbereichen vom Hochsommer ist es eher heterotroph dominiert, wohingegen wir in der Arktis im Polarsommer eine sehr lange Phase haben von dieser autotrophen Produktion, weil sie eben auch zum Teil wettbewerbsfähiger sind und somit auch mehr Photosynthese betreiben können. Und von der Antarktis weiß man noch nicht sehr viel, zum einen deswegen, weil eben auch im Winter oder im Polarwinter kaum Forschung betrieben wird durch logistische Probleme, wie man sich das gut vorstellen kann. Aber während permanenter Dunkelheit und extrem tiefen Temperaturen werden wohl beide Produktionsmodi kaum stattfinden können. Also weder auto- noch heterotroph. Was wir auch erwähnen wollen, ist diese extrem starke Dynamik von diesen Systemen, gerade in Bezug auf die Temperaturänderung. Das heißt, wir haben eine permanente Bildung von neuen Gletscherseen, von diesen proglazialen Seen. Und wenn Sie hier dieses Bild anschauen, wo nicht oder wo ja, etwas mehr als 10 Jahre dazwischen liegen, sehen Sie diesen starken Rückgang und erstmals diese Bildung von diesem See. Und der See ist ganz charakteristisch durch diese starke Trübung geprägt. Und diese Trübung stammt von der sogenannten Gletschermilch oder auch Gletscherschluff bezeichnet. Das ist eben das mineralische Material, das der Gletscher vor sich herschiebt, beziehungsweise durch seine Bewegung auf dem Gletscherbett zermalt zu ganz feinem Sand und sich dann in diesen Seen ablagert und daher diese Trübung verursacht. Wenn der Gletscher dann weit genug weg ist, dass dann auch diese Verbindung zum See verloren geht, dann verlieren diese Seen langsam ihre Trübung und werden langsam klarer, wie man sich einen klassischen Hochgebirgssee eigentlich vorstellt. Aber diese jungen proglazialen Seen bieten natürlich Schwierigkeiten, speziell für autotrophe Organismen, weil in dieser Wassersäule das Licht sehr schwer eindringen kann, um Photosynthese ermöglichen zu können. Was wir hier auch sehr gut beobachten können, das ist der Gletscherrückgang am Rotmoosferner. Das ist einer der Hausgletscher der Universität Innsbruck im Ötztal in der Nähe von dem Universitätszentrum in Obergogl. Der Rotmoosferner war früher noch verbunden mit dem darüberliegenden Gletscher, was Sie hier sehen an dem Bild. Der Gletscher, der jetzt durch diesen Felsriegel abgetrennt ist, der sogenannte Wasserfallferne, das war früher eine Eisfläche, jetzt ist es schon lange getrennt. Und hier ist nicht einmal ein Jahr Unterschied, wo man diesen rasanten Rückgang beobachten kann. Und der Rotmoosferner wird langsam zu einer Toteisfläche, das heißt, dass das Zehrgebiet nicht mehr verbunden ist mit dem Nährgebiet. Das heißt, der obere Teil des Gletschers versorgt den Gletscher immer wieder mit Material, um das dann wieder weiter nach unten zu bringen. Aber wenn das irgendwann abgetrennt ist, was vermutlich bald passieren wird, haben wir praktisch nur noch eine Toteisfläche. Die Krökonitlöcher sind aber sehr
sehr, sehr gute Proxys auch für den Klimawandel, beziehungsweise was passiert, wenn die Temperaturen ansteigen. Das heißt, es ist praktisch wie ein sogenannter Koppelungseffekt. Je höher die Temperatur geht, umso mehr flüssiges Wasser haben wir, umso mehr Metabolismus finden wir bei den Organismen. Das heißt, mehr Organismen, welche die Eisoberfläche besiedeln, jetzt nicht nur die Krokonitlöcher, sondern auch die gesamte Fläche, heißt auch mehr Pigmentzuwachs, mehr dunkle Fläche, was dann als Koppelung wiederum den Gletscher mehr zum Schmelzen bringt. Und diese organismisch bedingte Schmelze bezeichnen wir als Bioalbedo. Also die Albedo als Rückstrahlung oder Strahlungspotenzial eines Gletschers von einer sauberen Oberfläche oder die bei einer sauberen Oberfläche sehr hoch sein kann, ist durch diesen Pigmentüberzug extrem herabgesetzt und führt somit in weiterer Folge zu einer vermehrten Schmelze durch diese Organismen, was eben als Bioalbedo bezeichnet wird. Wo kommen jetzt diese Organismen überhaupt her? Wir haben hier verschiedene Besiedelungsstrategien oder Prozesse. Zum einen haben wir natürlich den terrestrischen Input, das heißt alles, was jetzt von den umliegenden Landschaften eingeblasen wird, beziehungsweise eingebracht wird, beziehungsweise auch durch Schmelzwässer, wird dann nochmals getoppt durch diesen atmosphärischen Eintrag über die Atmosphäre. Und hier finden wir Unmengen an Organismen, die sich in der Atmosphäre befinden und weiter transportiert werden können.